Guten Tag und herzlich willkommen bei Werder TV, meine Damen und Herren. Vieles neu heute im Programm. Fußball, Fans, interessante Studiogäste. Sehen Sie unsere Übersicht. Wir berichten vom internationalen C-Jugendturnier. Weiterhin eine kleine Führung durchs Weserstadion. Seniorentouren beim SV Werder. Die Ostkurvenfans, kräftige Unterstützung für die Profis. Hoffnungsvoller Nachwuchs, die A-Jugend. Als Studiogäste begrüßen wir Jens Höfer und Axel Plath. Ja, meine Damen und Herren, zurück zur Jugendarbeit. Wie gesagt, wird sehr groß geschrieben beim SV Werder. Heute zu Gast bei uns zwei Männer, die dieser Sache schon seit Jahren dienen und sehr erfolgreich in ihren jeweiligen Jobs sind. Der eine als Funktionär, der andere als Trainer. Ich begrüße ganz herzlich den Jugendleiter Jens Höfer und den Trainer der A-Jugend Axel Plath. Guten Tag. Ja, meine Herren, herzlich willkommen bei uns bei Werder TV. Axel, Ihre Truppe ist im Moment ganz, ganz oben. Erfolg zurückgekehrt in der neuen Saison. Ich würde sagen, das ist im Moment nur eine Momentaufnahme. Wir haben erst 7 Spiele gehabt, davon haben wir 6 gewonnen, 1 verloren. Das musste zwar auch nicht sein, aber letztendlich kann man nur sagen, am Ende der Saison wird abgerechnet und wenn dann noch der erste Platz belegt wird, dann ist es ein erfolgreiches Jahr gewesen. Also der Trainer ist durchaus noch kritisch, obwohl die ersten Ergebnisse ja sehr positiv gesehen werden konnten. 8-0. Ja, aber selbst bei den Siegen gab es was zu kritisieren und das wurde dann in den Mannschaftssitzungen unmittelbar am Montag nach den Spielen dann auch angesprochen. Und das muss auch so sein, denn wir wollen uns ständig verbessern. Das ist auch, glaube ich, Ihr Ziel. Wie lange sind Sie schon dabei? Ja, jetzt bei der A-Jugend bin ich dabei im 12. Jahr, davon mit Thomas Schaaf zusammen, 9 Jahre als Trainer, 2 Jahre als Co-Trainer, die letzten beiden Jahre und jetzt wieder als Cheftrainer. Und ansonsten 25 Jahre in der Begleitung von Jugendmannschaften, damals mit der D-Jugend angefangen. Das ist ja schon eine ganz schöne Zeit, 25 Jahre, denn Sie sind noch jung. Herr Höfer, wie lange sind Sie schon dabei? Im Verein bin ich seit 1966 und jetzt als Jugendleiter in der Fußballabteilung oder generell als Funktionär seit 14 Jahren dabei und Jugendleiter seit 6-7 Jahren. Und die Funktionärarbeit macht Ihnen auch Spaß? Ja, ich war irgendwann mal am Scheideweg, weil ich auch einige Jahre hier als Trainer gearbeitet habe, erst in ersten Mannschaften, erste E und erste D. Und parallel dazu als zweiter Jugendleiter gearbeitet habe und irgendwann wurde das zu viel und man musste sich entscheiden, was macht man. Und ich sehe meine Zukunft eher im Funktionärsbereich und habe den Schritt, mich dann von der Mannschaft zu trennen und als Funktionär zu arbeiten, auch nie bereut. Sie haben ja gerade das große C-Jugendturnier das glaube ich zum 31. Mal richtig stattfand, betreut. Die Resonanz war ja gewaltig. Ja, die Resonanz war gewaltig. Wir haben 8 Mannschaften an dem Turnier teilnehmen lassen, davon 2 ausländische, Feyenoord Rotterdam und Bobby Brünn aus Tschechien. Dazu sehr, sehr gute namhafte deutsche Mannschaften mit Borussia Dortmund, Schalke 04, Hertha BSC Berlin, 1. FC Köln. Dann noch wir als Veranstalter und SG Wattenscheid 09. Das ist sicherlich eines der interessantesten C-Jugendturniere Deutschlands. Macht das Spaß, die Jungs so wachsen zu sehen, sage ich mal, die auch so zu begleiten auf ihrem Werdegang? Ja, das macht sehr viel Spaß. Das ist, denke ich, auch so die Antriebsfeder dafür, dass man solch ein Turnier organisiert. Das ist ja nicht zwingend Aufgabe des Jugendleiters, solch ein Turnier zu organisieren. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit. Dieses Turnier ist ein Traditionsturnier und es hat sich entwickelt, genauso wie die Spieler sich entwickeln und dann fällt es schwer, so etwas fallen zu lassen und dann macht man das einfach weiter. Es soll ja auch weitergehen. Auch wenn es sehr wir hoffen ja, dass es weitergeht, ja, auch im nächsten Jahr zum 32. Mal. Ist es eigentlich so, der Lohn eines Trainers, Herr Plath, wenn ein Trainer sieht, einer meiner Jungs schafft den Sprung ins Profigeschäft, in den Kader und man sieht ihn teilweise dann vielleicht von der Tribüne als Spieler auflaufen? Ja, also das ist eigentlich das Größte, was man da als Trainer erleben kann und deswegen macht die Jugendarbeit ja auch so Spaß. Und vielleicht schaffen wir es jetzt ja auch in den nächsten Jahren aufgrund unserer verstärken Nachwuchsarbeit, dass noch mehr Spieler den Sprung nach oben schaffen. Also Trainer Sittger hat ja in diesem Jahr schon einige A-Jugendliche bzw. Junioren in den Kader geholt. Ist denn da jemand auf Sicht aus Ihrer Mannschaft, aus der jetzigen Truppe? Ja, sind sicherlich einige, aber man muss sich über eins im Klaren sein. Die jetzige Situation der Bundesliga ist natürlich auch eine sehr schwierige. Dann ist es also umso schwerer, jugendliche Spieler dort einzubauen.
Insofern ist Herr Sittger im Moment sicherlich nicht da zu beneiden, denn er muss ja erstmal die Situation mit der Mannschaft bereinigen, dass sie eben vom Abstiegsplatz wegkommen. Nun sind Sie ja beide ehrenamtlich tätig. Kann man das mit dem Beruf, mit diesem riesen Zeitaufwand eigentlich noch vereinbaren? Oder muss man doch sehr viel dran geben? Ja, ich würde sagen, der Urlaub geht schon bei drauf und andere Hobbys, dass man sich mal mit Freunden trifft zum Tennisspielen oder so, da bleibt kaum Zeit für, weil eben die ganze Freizeit für diesen Nebenjob drauf geht. Also ist Fußball so ein bisschen was für Verrückte, Herr Hilfer? Man muss schon verrückt sein und man muss mit dem Herzen dabei sein beim SV Werder. Es ist bei mir gerade noch vereinbar, dadurch, dass ich in einer sehr Werder-freundlichen Firma arbeite, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die sehr, sehr gute Kontakte auch zum SV Werder hat und wo man Verständnis aufbringt. Und dann ist natürlich die zweite Geschichte, dass man beim Partner oder bei der Partnerin, also bei meiner Frau, eben auch sehr viel Verständnis hat. Sie ist auch bei Werder tätig. Und ohne diese beiden Komponenten wäre das also überhaupt nicht machbar. Ja, bei Ihnen kommt ja als Funktionär auch noch diese tägliche Sitzungsarbeit dazu, nicht? Also, dass man in der Woche oder während der Woche an verschiedenen Sitzungen und Ausschüssen teilnehmen muss. Ich denke, das belastet schon, nicht? Ja, also Sitzungen haben wir stetig und ständig. Das ist die Vorstandssitzung der Abteilung, die zweiwöchentlich stattfindet. Das ist der Montagabend mit den Trainern und Betreuern zusammen. Dann gibt es die Nachwuchsgruppensitzung unter Vorsitz des Vizepräsidenten Fischer. Dann gibt es Verbandssitzungen und Treffen von Jugendleitern, Ostbremer Vereinen etc. etc. Das summiert sich und das ist dann doch erheblich und das mal so mehrere Tage in der Woche schon mit beschäftigt. Ja, ich denke auch, eine so große Jugendabteilung wie unsere muss auch dann dementsprechend aufgebaut und strukturiert werden. Sie beide sind ja Urgewächse des SV Werder. Haben Sie sich irgendwann oder kam irgendwann mal die Frage auf, ich meine gerade jetzt auch vielleicht Sie als Trainer, als Erfolgreicher, Mensch, da kannst du was machen, hauptamtlich, vielleicht auch mal den Verein wechseln, um einen Karrierestep zu haben? Nein, ich bin also von Haus aus Werderaner und diese Frage hat sich für mich nicht gestellt. Bei Ihnen, Herr Höfer? Nie. Ich bin genauso Werderaner und die Tätigkeit, die mache ich beim SV Werder und bei keinem anderen Verein. Das ist auch schön zu hören. Wir hoffen auch, dass wir Sie noch einige Jahre bei uns sehen. Mal zurück zum Verein generell. Sie sind ja in der Jugendarbeit beide. Der Verein SV Werder hat ja ein riesiges Umfeld. Ist es eigentlich, kann man es so sagen, dass es eine gewisse Sogkraft gibt, dass viele Eltern einfach sagen, komm Junge, wenn du was werden willst, dann musst du zu den Grün-Weißen gehen, weil da ist eben das Umfeld so dermaßen geschaffen, dass ihr gefördert werden könnt? Ja, ich denke schon, dass es in jungen Jahren schon losgeht, dass viele Eltern ihre Jugendlichen dann zum SV Werder schicken. Ich habe jetzt selbst bei der A-Jugend diese Woche zwei, drei Anfragen bekommen, Wolfsburg, Cuxhaven, die sich beim Probetraining mal vorstellen wollen. Hm. Und wir haben nichts dagegen und werden dann sichten in der nächsten Woche. Kommt man da aber nicht schnell zu einer Polarisierung? Also ich bin ganz froh, dass Sie die Frage gestellt haben, Herr Hebeck. Also wir sehen das in den jüngsten Jahrgängen, dass also viele von außerhalb zu uns kommen. Das ist für mich jetzt mal eine Möglichkeit, auch klarzustellen, dass es gar nicht der SV Werder ist, der darauf erpicht ist, das ganze Umland abzugrasen bei den 6- bis 12-Jährigen oder 14-Jährigen, sondern dass es vielmehr oft Eigenantrieb ist, vor allen Dingen der Eltern, ihre Kinder hierher zu bringen. Wir selber sehen uns eigentlich in den unteren Altersbereichen als Stadtteilverein. Wir wollen die Kinder trainieren und betreuen hier aus dem Peterswerder-Viertel, Steintorviertel etc. etc. Das wäre auch völlig ausreichend. Nur wenn jemand zu uns kommt auf freiwilliger Basis, dann stehen ihm natürlich die Türen offen. Nur ist es eben nicht so, dass wir im ganzen norddeutschen Umfeld akquirieren. Das müsste man auch mal klarstellen, glaube ich. Nun sind Sie ja samstags immer dabei, wenn die Jungs, die ganz Kleinen, an der Hand der ganz Großen einmarschieren ins Stadion vor 40.000. Ist man da eigentlich noch ein bisschen nervös? Ich meine, muss man auf die Kinder einwirken da? Ja, das sind zwei Fragen. Also nervös bin ich nicht mehr. Ich mache das jetzt, seit wir das eingeführt haben. Das ist die De Moss-Ära und im Zwei-Wochen-Rhythmus. Also nervös bin ich dabei nicht mehr. Nervös sind die Kinder und noch nervöser sind die Eltern. Aber beim Einlaufen selber haben wir die Eltern glücklicherweise nicht mehr im Innenraum dabei, aber man muss natürlich einwirken, weil der Innenraum eine sehr sensible Zone ist mit Spielregeln, die müssen wir alle einhalten, ich genauso wie die Kinder. Und dann steckt also doch schon an Arbeit und Aufwand mehr dahinter, als man glaubt, dass hinter so einem 10-Sekunden-Auftritt steckt. Also wir müssen schon die Kinder zusammenziehen in der Kabine, 5 Minuten, 10 Minuten auf sie einreden, Fragen beantworten, sie genau instruieren, wie sie sich zu verhalten haben. Sie sprechen die Eltern an. Gibt es da teilweise eigentlich auch mal Probleme? Sie sind ja so ein bisschen Mittler zwischen den Trainern, den Eltern und den ganz Kleinen. Also Probleme mit den Eltern sind systemimmanent. Die haben sie ständig und stetig.
Und wenn unsere Trainer überfordert sind oder wenn die Eltern andere Ansprechpartner wünschen oder brauchen, dann bin ich natürlich derjenige, der da als Mittler dient und selbstverständlich immer unseren Trainern den Rücken stärkt. Das dürfte klar sein, dass wir zwar versuchen, sauber zu recherchieren und auch zu vermitteln, aber letztendlich stellen wir uns unverrückbar vor unsere Trainer. Das ist in Ordnung. Nochmal zurück zu Ihnen, Herr Plath. Nun ist ja Ihre Mannschaft seit Jahren sehr, sehr erfolgreich in der Oberliga. Gibt es da so ein Geheimnis? Was macht der SV Werder anders als andere Mannschaften? Liegt das in der Teamarbeit vielleicht des Trainerstabes, dem Sie jetzt vorstehen auch? Also erstmal muss ich sagen, seitdem Thomas Schaaf die sportliche Verantwortung für die Jugend, für den Jugendfußball übernommen hat, ist es also stetig bergauf gegangen. Dadurch, dass also auch die anderen Mannschaften alle mit hauptamtlichen Trainern ausgestattet worden sind, ist schon einiges erreicht worden. Herr Wolf Werner im organisatorischen Bereich trägt sicherlich dazu bei. Und wir in der Mannschaftsleitung der ersten A-Jugend, dafür kann ich ja nur sprechen, legen also unheimlich viel Wert auf Teamarbeit. Also dass ein Stefan Kühn als Physiotherapeut, ein Betreuer Wolfgang Brase, der in dem Alter der Jugendlichen auch Kinder hat, ein bisschen als Ansprechperson da ist, und als Co-Trainer Henning Kostro, der ja vorher zweiter Jugendleiter war, der macht seine Sache auch sehr gut. Und wichtig ist für uns eigentlich alle, dass wir gemeinsam Spaß haben. Und nur so, denke ich, auch wird sich der Erfolg einstellen. Ich glaube, das darf auch generell beim Sport nicht fehlen, der Spaß. Meine Herren, die Jugendarbeit, hören wir, läuft sozusagen rund. Gibt es eigentlich noch was zu verbessern? Also aus meiner Sicht würde ich sagen, dass vieles immer verbesserungswürdig ist. Aber es ist schon richtig, die Fußballabteilung beim SV Werder funktioniert. Entgegen vieler anderslautender Meinungen. Wir selber sind ja immer die größten Kritiker. Das ist auch gut so, weil das ist letztendlich die Antriebsfeder dafür, dass wir uns verbessern. Aber entscheidend ist für mich, was auch Neutrale zu unserer Arbeit und zu unserer Abteilung sagen, Außenstehende, die das beobachten und auch beurteilen können. Und da schneidet also unsere Abteilung schon sehr gut ab. Und ich denke, im Vergleich zu anderen Vereinen, anderen Abteilungen, sind wir sehr, sehr gut geführt und sorgen eigentlich auch für einen guten Zusammenhalt, was sehr wichtig ist, zwischen allen, die dort mitarbeiten. Prima. Ihr Saisonziel, Herr Plath? Ja, wir wollen unbedingt Erster werden, weil nur der erste Platz in der Regionalliga Nord A Junioren auch zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigt. Das wissen die Jungs. Es ist zwar irgendwie von der sportlichen Gesamtleitung nicht so vorgegeben, aber ich als Trainer habe natürlich auch den Ehrgeiz, das zu schaffen mit den Jungs. Mhm. Und wir werden alles dafür tun, dass wir am Ende der Saison auch oben stehen. Tja, dann drücke ich Ihnen alle Daumen, alle beiden. Ich wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Tätigkeit alles Gute, viel Spaß beim SV Werder. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.